ja nicht im Stehen rezensieren. Leider muss ich sagen, ging das mächtig in die Hose. Ich fühle mich auch gerade ein wenig belästigt. Tschakka. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Monatsrückblick Januar 2014. Ups, verflucht. Ja, ich habe heute gedacht, dass ich den Monatsrückblick Monatsrückblick einfach mal mit einem Spaziergang durch unser wunderschönes Dörflein verbinde und deshalb werde ich heute von unterwegs ausdrehen. Das erste Buch, was ich in diesem Monat gelesen habe, hatte ich mir von einer Mitpatientin im Krankenhaus geliehen und zwar endlich mal eine Nele Neuhaus Schneewittchen muss sterben. Nele Neuhaus wurde mir ja nahezu tagtäglich in der Buchhandlung von den Kunden empfohlen und alle schwören ja Riesenstücke auf sie. Ich muss gestehen, mir ist sie, also sie schreibt gut, sie schreibt nett. Ich habe auch 3 Leseratten für das Buch vergeben. Allerdings fand ich es ein wenig langatmig. Ich kann mich auch jetzt leider gar nicht mehr genau an den Inhalt erinnern. Wie gesagt, starke Medikamente und Schmerzmittel. Aber nichtsdestotrotz fand ich es eine tolle Lektüre. Die zweite Lektüre, die ich las, war ebenso müßig, wie hier hochzukommen. Und zwar war das Buch Zeitsplitter. Ich kann hier nicht im Stehen rezensieren. Ich hänge fest. Ja, so ist das mit Action und Abenteuerlust. Der Kameramann kann sich kaum noch halten. Genau, ebenso müßig wieder hochzukommen. Ich habe auch hier schon Blasen und Blasen bekommen, auch meine Augen hier beim Lesen. Also ganz, ganz schlimme Augenwurst. Ihr wisst ja, dieses Fantasy-Ding ist einfach nicht meins. Wenn das dann kombiniert ist in dieses Zukunft-amerikanische... Nee, ich fand es total ätzend, habe es auf Seite 68 abgebrochen und ich wollte unbedingt, dass es mir gefällt, denn der Boje Verlag gehört zum Verlagshaus Lüppe, zu denen habe ich ja super guten... Ja, einen super guten Draht und ich wollte wirklich, dass es mir gefällt. Nee, hat es nicht. Wie gesagt, auf Seite 68 abgebrochen. Das dritte Buch, was ich gelesen habe, oder versucht habe zu lesen, habe ich auf Seite 161 wieder abgebrochen. Ein Tag im März von Jessica Thompson. Das Buch Eindeutig Liebe hat mir vorhin großartig gefallen. Wieder mit der erotischen Schiene. Nach Shades of Grey kam ja nicht so wirklich der Burner oder nur hier und da mal ein bisschen was, was aus der Masse herausgestochen hat. Und dieses Cover habe ich euch ja bereits gezeigt von Elizabeth Anthony. Verführung, die Frauen von Belfield Hall. Holla, die Waldfee, was für ein schicker Körper. Und das war es dann auch schon. Also die Geschichte, also hätte viel mehr Sexappeal haben können, man hätte da viel mehr rauskitzeln sollen. Ein historischer, ja, Roman mit ein paar, ja, durchaus reizvollen, erotischen Liebesszenen, nicht mehr und nicht weniger. Ich fand es doch ein wenig enttäuschend, vergab allerdings insgesamt 3 Leseratten. Und wie dieser restliche Schneematschhaufen jetzt langsam dahin schmilzt, so schmolz auch meine Lust beim Lesen dieses Buches von Jennifer Estep, Spinnenkuss Elemental Assassin 1 oder Bonn. Oh, gehend langweilig. Der Beginn ist in einer Fantasy-Klapse. Viel mehr habe ich auch nicht verstanden. Irgendeine Spinne und tralala. Ja, wie ihr wisst, ist es nicht meins. Ich habe dieses Buch insgesamt... Nein, ich habe 164 Seiten durchgehalten und dachte, ach, das muss doch noch kommen und so schlimm ist es doch gar nicht. Aber nein, ich konnte mich damit definitiv nicht anfreunden und habe auch dieses, ja, tolle Fantasy-Buch vom Außenpieper Verlag für 12,99 Euro abgeworfen. Ja, mein
Monatshighlight war, glaube ich, das fünfte Buch, was ich gelesen habe. Und zwar von Nick Spalding, Er liebt, sie liebt. Wie ich euch bereits im ersten Video von diesem Jahr gesagt habe, habe ich Tränen gelacht. Es war super humorvoll, hat mich richtig aufgebaut. Genau das Richtige, was ich im Januar gebraucht habe. Und ihr wisst, bei diesen humorvollen Büchern bin ich durchaus etwas kritischer, weil so schnell bringt mich die Sprücheklopferin schlechthin nicht zum Lachen, aber das war echt mein Top-Favorit. Von mir gibt es 5 Leseratten. Sorry, dass ich es euch nicht in die Kamera halten kann. Natürlich muss ich so ein Meisterwerk gleich verborgen. Und ja, einfach wirklich zum Todlachen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ein wunderschöner Männer- und Frauenroman, den auch wirklich beide Geschlechter lesen können. Und ja, wenn ihr nicht so zart beseitet seid und auch diesen etwas flapsigen, sexuell erotischen Humor mögt, alle beide Daumen hoch. Also kann ich nur empfehlen, wünsche euch gute Unterhaltung bei diesem Buch. Und da, wo es einen Spitzentitel im Monat gibt, gibt es natürlich auch eine Enttäuschung des Monats. Und das war im Januar für mich definitiv Verdorbenes Blut. Ihr wisst ja, wie das immer ist bei diesen Büchern, die noch nicht erschienen sind. Hier steht, bis zum 13. März muss ich meine Klappe halten, darf euch nicht viel zu erzählen, wobei ich euch ja schon gesagt habe, worum es inhaltlich geht. Ich habe mir einfach viel, viel mehr von erhofft, versprochen. Es geht halt wieder, wie auch damals bei Peter James, mit diesem, jetzt weiß ich leider den Titel gerade nicht, da habe ich auch eine Rezi zugedreht, mit diesem genmanipulierten Kind, wirklich ganz viel halt auch in diese Gentechnik, Forschung, und das ist einfach nicht so mein Gebiet und interessiert mich auch nicht wirklich, und deshalb war dies hier leider nicht mein Fall, eher eine Enttäuschung, und ich vergebe 3 Leseratten. So, ihr Lieben, dann habe ich natürlich noch eine ganz, ganz tolle Überraschung, obwohl eigentlich war es für mich nicht wirklich eine Überraschung. Ich liebe ja Hans Krupa, und Hans Krupa hat erstmalig einen Roman geschrieben, jedenfalls ist mir nicht bekannt, dass er bereits noch einen anderen geschrieben hat. Valentina sucht das Glück, und ich liebe seine Lyrik. Oh, ich bin totaler Fan und auch begeistert von all seinen Gedichten, die er geschrieben hat. Ich habe die früher verschlungen. Und auch Valentina sucht das Glück hat mich unheimlich verzaubert. Es sind so viele Sprüche und auch Sätze drin, die wirklich echt ans Herz gehen, wo ich sehr viel drüber nachgedacht habe, gerade nach dem, was mir im Januar so passiert ist. Und ich kann euch allen es nur wärmstens empfehlen. Es ist übrigens auch ein wunderschönes Geschenk für 9,95 €, wenn ihr mal zum Kaffee eingeladen seid oder vielleicht auch was zum Valentinstag jetzt im Februar sucht. Also mein ultimativer Tipp, ich gebe diesem wundervollen, schönen Buch oder dieser tollen Lektüre insgesamt 4 Leseratten. Ja, es sieht zwar nicht so aus, aber ich muss echt zugeben, von Simon Monfiore, Sashenka. Also ich hatte mir ja erhofft, so etwas wie Die Lieben von Leningrad, also fand ich ja damals großartig, und habe echt auch mit so einer leichten Lektüre gerechnet. Und ich habe euch ja bereits in meinem ersten Video gesagt, dass ich einfach durch die Medikamente wirklich lahmarschig gelesen habe. Ey, das glaubt ihr mir nicht, ich weiß, aber es war wirklich so, ich bin immer wieder weggedöst. Und da muss ich echt sagen, ich glaube bei Seite 103 habe ich aufgegeben, es war mir einfach zu politisch, ich konnte der Story nicht mehr folgen. Hinzu kamen ja dann noch die russischen Namen, und eigentlich macht mir das überhaupt nichts aus, und ich liebe so russische Lektüre, habe da keine Probleme mit, bei dem war es leider anders. Also wie gesagt, abgebrochen, deshalb keine Leserattenvergabe. Ach ja, da war ja noch was. Von Patrick Modiano, Im Café der verlorenen Jugend. Ja, was soll ich sagen? Das hat mich total gelangweilt, und das habe ich relativ schnell abgebrochen. Ich glaube, auf Seite 24 habe ich aufgegeben. War einfach nicht mein Fall. Und deshalb, kann es gerne mit diesem Baum zusammen zu Brennholz verarbeitet werden. Ach ja, und das nächste Buch, da habe ich durchgehalten, weil, wie ihr vielleicht wisst aus der Vorschau, habe ich mir da sehr, sehr viel versprochen. Alexandra Max Heiner, Unentschieden, und wie man am Cover sehen kann, sollte das ja so eine Art 80er-Jahre-Party in Literaturform sein. Leider muss ich sagen, ging das mächtig in die Hose. Da fand ich dieses von der Florentine Job 1000-mal besser. Da hatte ich 3 Ratten vergeben, und auch hier diese Männlein-Weiblein-Geschichte. Ich habe mich echt durchgequält, war aber allerdings nicht mein Fall. Die Story war komplett vorhersehbar, und deshalb vergebe ich insgesamt leider nur 2 Leseratten. Jan Andersen,
Hilfe, mein Kaktus hat Herpes. Ja, der Titel klingt witzig. Es war auch sehr, sehr witzig. Natürlich kam hier und da mir einiges bekannt vor. Es geht einfach um kuriose Sachen, die ins Internet gestellt werden. Kuriose Fragen, die dort gestellt werden. Und ihr werdet es kaum glauben, die auch wirklich kurios und echt witzig teilweise beantwortet werden. Ich habe mich köstlich amüsiert. Allerdings kam mir auch vieles bekannt vor. Deshalb würde ich insgesamt diesem eher Sachbuch oder dieser humorvollen Lektüre, die man einfach so mal zwischendrin oder als Klolektüre lesen kann, insgesamt 3 Leseratten vergeben. So, Zoe Beck Brixen Hill, ein Psychothriller, der mich Gott sei Dank nicht enttäuscht hat. Ich hatte meine ziemlich hohe Erwartungen da reingesetzt und wie gesagt, ich wurde nicht enttäuscht, sondern war wirklich angetan und begeistert vom Spannungsaufbau. Ich fühle oder habe euch, glaube ich, schon 4-5 Mal von diesem Buch erzählt, sowohl in den Neuzugängen als auch in der Vorschau und dementsprechend war meine Erwartung auch hoch. Es geht ja um diese beiden Kollegen und Freundinnen, wo die eine dann aus dem 13. Stock springt. Und die andere wird praktisch für den Stromausfall, für das Feuer und so weiter und so fort und somit auch für den Tod ihrer Freundin verantwortlich gemacht. Nun beginnt sie halt zu recherchieren, weil sie auch ihre Unschuld beweisen will und gerät nun selber in einen Strudel und auch in Gefahr. Also mit überraschenden Wendungen, super klasse gemacht. Also wirklich von der ersten bis zur letzten Seite fühlte ich mich unterhalten und ich vergebe ja diesem spannenden Plot insgesamt 4 Leseratten. Es gibt Autoren, die können einfach phänomenal schreiben und ich bin wirklich sehr froh, dass ich Ende letzten Jahres den Andreas Gruber, einen Österreicher, Wiener Melange, für mich entdeckt habe und ich habe mir sein neues Buch Herzgrab zu Gemüte geführt. Der Plot war jetzt nicht so außergewöhnlich und mega und Bombe, aber er hat einfach einen Schreibstil, der mir unheimlich gut gefällt. So ein bisschen so eine skurrile, humorvolle Art, die da jedes Mal mitschwingt. Ich kann das kaum beschreiben. Das hat mich von der Art her so ein bisschen an diesen Ludwig, der auch diese Zorn-Krimis geschrieben hat, erinnert. Und ich mochte es sehr, habe es gerne gelesen, fühlte mich durchweg unterhalten und vergebe diesem guten, gelungenen Psychothriller, der in Deutschland und auch in der Toskana spielt, insgesamt 4 Leseratten. Ja, ich stehe hier vor einem Haufen voller Holz. Sicher soll das bald ein Lagerfeuer sein. Und am liebsten würde ich dieses Buch gleich mit draufklatschen. Und zwar von Katharina Geiselhardt, Ain't No Sunshine, eine Liebesgeschichte aus Paris. Ich liebe französische Liebesgeschichten. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, nichts Romantischeres, nichts Schöneres als die französische Sprache. Aber das konnte mich überhaupt nicht packen. Ist aus dem Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Ich muss gestehen, da war ich gleich zu Beginn sehr, sehr skeptisch. Ich will es gar nicht so auf das Buch schieben, sondern einfach, ich fand es ein bisschen kompliziert geschrieben und wie gesagt, im Januar war ich noch etwas daneben und deshalb war es einfach nicht so meine Lektüre und jetzt kann ich euch leider gar nicht sagen, wann ich es abgebrochen habe. Ich muss eben spicken. Ja, also es war definitiv das letzte Buch, was ich las. Eins hatte ich noch angefangen, den Musso. Dieses hier habe ich auf Seite 48 abgebrochen. Ja, ihr Lieben, das war's für die Bücher. Natürlich habe ich auch noch Filme geschaut und Spiele gespielt, gerade im Krankenhaus. Ne, ist einem ja tot langweilig. Ein tolles Spiel muss ich euch unbedingt noch vorstellen. Entweder mache ich das gleich noch zu Hause oder dann irgendwann noch in einem anderen Video. Aber die liebe Anke hat mir ins Krankenhaus noch einen wunderschönen Film geschickt. Und zwar Schöne Frauen mit Ina Müller. Hat mir sehr gut gefallen. Ein Film über Freundschaft und über Ziele, die es zu erreichen gilt oder auch nicht. Und wo man halt im Leben steht, wo man noch hin will, hat mir sehr gut gefallen. Ich fühlte mich durchweg unterhalten und würde 4, sagen wir mal, Movie-Punkte für diesen Film vergeben. Und das Spiel stelle ich euch dann gleich noch zu Hause vor. Bis gleich. So, man sagt ja immer, wer Mütze im Inneren trägt, hat was zu verbergen. Das habe ich auch, nämlich wahrscheinlich eine mittlerweile zermanschte Frisur. Die möchte ich euch jetzt nicht mehr antun, denn es geht lediglich noch um ein Spiel, was ich im Januar häufig gespielt habe, als ich in der Lage dazu war und als mir auch nach Gesellschaft war. Und zwar Tic-Tac-Boom Party Edition, das explosive Wortspiel. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Tobi und ich haben es Carlos zu Weihnachten geschenkt. Hier ist natürlich jetzt wieder mal alles durcheinander. Ich werde mal eben hier so die oberste Schicht abkratzen. Also ganz wichtig ist, hier gibt es eine Bombe. Ich hoffe, ihr könnt das so einigermaßen erkennen. Die wird hier unten angestellt
und tickt dann zwischen 10 Sekunden und 60 Sekunden. Das ist immer wahllos, man kann das überhaupt nicht entscheiden. Manchmal kann einem das ganz schön auf die Nerven gehen und manchmal ist es einfach nur witzig und manchmal, ja, wenn man in so einer Art Gemeinschaftsraum sitzt, hat man Glück und die Leute verdünnisieren sich dann alle, weil denen das einfach zu laut ist und sie sich belästigt fühlen. So, dann gibt es hier auch noch zwei Würfel. Ich fühle mich auch gerade ein wenig belästigt. Gibt es hier noch Würfel und der Hauptwürfel ist halt praktisch dieser. Da gibt es hier ein Fragezeichen, ein Joker, dann hier diese Person. Ich hoffe, dass es gleich explodiert. Dann gibt es hier BTP. Ja, und natürlich die Bombe. Tschakka. Ja, und dann gibt es halt immer entsprechende Karten. Einmal bei geschüttelt, das ist dieses BTB, ist ein Wort, das ist komplett durcheinander geschrieben und entweder findet man das komplett richtig stehende Wort, sagt es, und die Bombe kann nicht mehr zu einem zurückkommen, oder man bildet einfach kleine Wörter, zum Beispiel der würde jetzt hier gehen. Und dann gebe ich die Bombe schnell weiter zum nächsten und er muss auch wieder ein Wort aus diesem bilden. Und so geht die Bombe immer weiter, bis sie explodiert. Und bei wem sie explodiert und wer dann diese Karte hat, der muss diese Karte dann zu sich nehmen. Natürlich ist der Gewinner des Spieles derjenige, der zum Schluss die wenigsten Karten hat. Dann gibt es noch die Kartenreihe angesetzt. Da ist dann einfach sowas wie zum Beispiel hier vor und da muss ich dann ein Wort hinten dran setzen. Zum Beispiel Vorgesetzter oder Vorspiel und so weiter und so fort. Dann gibt es als nächstes noch, ja, wir bekommen gerade Besuch, aber ich will das noch ganz schnell zu Ende bringen. Dann gibt es noch Bekannt. Da sind zwei Initialen, einmal das B und das P. Und da muss ich einen Promi mit B und P finden. Jetzt fällt mir auf die Schnelle auch keiner ein, außer Boris Pecker. Nein, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, musste jetzt noch länger überlegen. Aber da wir gerade Besuch bekommen haben, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Achso, gefragt gibt es noch. Da steht dann zum Beispiel, was würdest du in deinem Kühlschrank ganz hinten verstecken? Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, den schimmeligen Käse. Und dann würde ich halt die Bombe schnell weitergeben und so weiter und so fort. Ne? Witzig ist das dann auch, wenn man die Erwachsenenversion spielt. Aber naja, im Krankenhaus, da dürfen wir ja jetzt nicht gerade Alkohol konsumieren und so. Ich glaube, das hätte noch voll mehr gefetzt. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Monatsrückblick, wenn auch etwas verrückt und chaotisch, ein bisschen anders, hat euch wie immer gefallen. Ich danke recht herzlich meinem liebevollen Kameramann. Du warst wie immer spitze. Und ja, bis zum nächsten Video. Eure Leseratte. Tschüss.